Hallo und herzlich willkommen zu den Wetteraussichten. Es hat richtig viel geschneit. Über ein Meter Neuschnee gab es hier vor allem in St. Anton am Arlberg. Traumhafte Wetterbedingungen aktuell. Diese Wetterberuhigung ist allerdings nur kurzfristig, denn schon am Freitag und am Samstag kommt schon wieder eine schwache Kaltfront durchgezogen. Das bringt nur ein paar Zentimeter Schnee. Aber so Sonntag, Montag, da geht es dann wieder richtig rund mit Sturm, Schnee, Schneeverwehung und dem Ganzen Drum und Dran. Also schauen wir uns an, was kommt bis zum Wochenende bzw. bis Montagabend in den Mittelgebirgen runter. Das das sind so um die 15 cm, teilweise auch 20 cm im Erzgebirge, im bayerischen Wald und im Allgäu auch bis zu 30 cm. In den Alpen ist es etwas mehr, durch den Stau, der dort einsetzt, sind es so um die 30 cm im Mittel. In den Südalpen natürlich weniger. Und in Arosa-Lenzerheide, in der Schweiz, in Davos-Klosters, da kann das schon wieder Richtung einen halben Meter Neuschnee gehen. So 40 Zentimeter sind dort möglich. Und auch in St. Anton an Arlberg wieder 40 Zentimeter Neuschnee. Und das bedeutet natürlich auch große Lawinengefahr weiterhin. In großen Teilen der Schweiz und auch in Österreich erhebliche bis große Lawinengefahr. Und da ist auch am Wochenende jetzt keine Entspannung in Sicht. Und auf dem Niederschlagsfilm sieht man jetzt diese angesprochene schwache Kaltfront, die da am Freitag aufzieht und einmal von Nordwesten nach Südost über Deutschland hinwegzieht. Das wird in den Mittelgebirgen ein paar Zentimeter Neuschnee bringen, aber das ist wie gesagt nicht der Rede wert. Dann kurze Wetterberuhigung. Am Sonntag dann von Norden nach Süden fortschreitend intensive Niederschläge aufkommt. Schneefallgrenze anfangs so zwischen 500 und 1000 Metern. Da ist halt auch mal Regen dabei in den Mittelgebirgen. Und dann staut sich das Ganze in der Nacht zum Montag am Alpenrand und dort gibt es dann richtig intensive Schneefälle, Sturm, in höheren Lagen Orkanböen, dementsprechend Schneeverwehung, eventuell auch wieder Straßensperrungen, damit muss auch wieder gerechnet werden. Die Schneehöhen, wie angesprochen, am Alpenrand die 30 bis 40 cm. Und in den Mittelgebirgen um die 15 cm. Wie geht das Ganze jetzt in der nächsten Woche weiter? Da bekommen wir dann wieder ein Hochdruckgebiet und das Wetter beruhigt sich wieder wahrscheinlich. Richtung Dienstag, Mittwoch wird es auch wieder milder. Das heißt, das werden wahrscheinlich richtig schöne Tage mit Sonnenschein, blauem Himmel und perfekten Skibedingungen. Und mit diesen Aussichten wünsche ich dann allen ein schönes Wochenende. Bis zur nächsten Woche.